Ich will euch Fichtes Philosophie erklären. Damit ihr wisst, worum es geht, will ich euch kurz erzählen, was unmittelbar zuvor passiert ist, in der Staffel davor sozusagen. Da begegnen wir Kant. Den kennt ihr schon. Jeder, der sich für Fichte interessiert, hat auch schon mal was von Kant gehört. Kant ist Fichtes unmittelbarer Vorläufer. Kant ist auch der Begründer des deutschen Idealismus, einer philosophischen Strömung, die es so von 1780 bis 1830, 1840 in Deutschland gegeben hat. Kant war auf den Einfall gekommen, all die Strukturen, die unsere externe Welt ausmachen, ins Innere des erkennenden Subjekts zu verlagern. Ihr denkt, der Raum umgibt euch. Kant sagt, der Raum ist eine subjektive Anschauungsform. Ihr denkt, die Zeit begann mit dem Urknall. Kant sagt, die Zeit ist eine subjektive Anschauungsform. Beide Anschauungsformen, Raum und Zeit, dienen dazu, Ordnung in die auf uns einströmenden Daten zu bringen. Da ist also kein Ereignis draußen in der externen Welt und wir nehmen dieses Ereignis subjektiv intern wahr. Vielmehr sehen wir uns mit einem ungeordneten Datenwirrwarr konfrontiert. Durch die Anschauungsform Zeit bilden wir daraus Ereignisfolgen. Durch die Anschauungsform Raum ordnen wir die Dinge neben, über und hintereinander an. Mit Ursache und Wirkung verhält es sich analog. Wenn etwas die Ursache von etwas anderem ist, also zum Beispiel der Urknall für die Entstehung des Universums, so liegt der wahre Grund dafür ebenfalls in uns. Denn Ursache und Wirkung, lateinisch Kausalität, ist eine der 12 Kategorien des Verstandes. Man könnte auch sagen, eine Denkform. Hier ist eine Tafel dieser 12 Kategorien. Ihr müsst das nicht bis ins allerletzte Detail verstehen. Es kommt auf das Prinzip an. Anschauen und Denken, das ist wie beim Plätzchenbacken, wo ihr die Ausstecher in den ausgerollten Teig eindrückt. Der ausgerollte Teig, das ist Kants Mannigfaltiges der empirischen Anschauung. So etwas wie das ungeordnete Datenwirrwarr. Da drückt ihr die verschiedenen Ausstecher ein. Nacheinander, da habt ihr die Zeit, neben und übereinander, da habt ihr den Raum und die verschiedenen Ausstecher, das sind Kants Kategorien. Nehmt an, ihr hattet 12 davon. So, genug zu Kant, jetzt zu Fichte. Fichte setzt gleich noch eins drauf. Fichte glaubte, Kants 12 Kategorien alle aus einem einzigen Begriff herleiten zu können. Stellt euch das wie bei der Entstehung des Universums vor, da gab es ja auch noch keine Elementarteilchen, keine Elektronen, Protonen, Neutronen. Alles war in einem winzigen, unartikulierten Punkt konzentriert. Bei Fichte ist dieser Punkt Null das Ich. Ich muss hier ganz schnell dazu sagen, dass Fichte das Wort Ich als Namen für eine Entität verwendet, für das Ich, was immer das sein soll. Ohne diese Prämisse funktioniert bei Fichte gar nichts. Dieses Ich kann, was bis dato nur der liebe Gott konnte. Es kann sich selbst setzen. Sagt Fichte wirklich, ich lasse die Zitate am Rand mitlaufen. Fichtes Ich existiert nicht, bloß würde ja auch gehen. Ich schaue in den Spiegel und denke, wow, das bin ich. Oder ich wache auf und denke, wo bin ich bloß? Fichtes Ich kann sich wie Münchhausen am eigenen Schopf packen und dabei real werden. Und so wird es Ursprungsort für Kants Kategorie der Realität aus der Tafel von vorhin. Fichtes Ich ist nun voller Tatendrang, so wie Gott am Beginn der Schöpfung. Schon am Tag 2, in Schritt 2 seiner Wissenschaftslehre, setzt sich das Ich ein Nicht-Ich entgegen. Wie es das tut, warum es das macht, wozu es die Mittel dazu hat, Fichte sagt dazu nichts. Offenbar muss er darauf vertraut haben, dass seine Leser und Zuhörer die Schöpfungsgeschichte gut kannten. Und so lässt er es so scheinen, als ob der Impuls für das Nicht-Ich aus dem Ich selbst käme. In Wirklichkeit ist es aber Fichte, der Seite um Seite der Entwicklung des Ichs aufschlägt. Und mit dem Nicht-Ich hat Fichte Kants Kategorie der Negation erzeugt. Fehlt dann bloß noch Kants Kategorie der Limitation. Limitation bedeutet, dass man einem Ding eine Eigenschaft abspricht, so wie bei der Rock ist nicht rot, das Messer ist nicht scharf. Um das hinzubekommen, muss Fichte jetzt ganz tief in die philosophische Trickkiste greifen. Er muss erstmal einen Raum schaffen, der all das aufnehmen kann. Bloß mit dem Ich vom Beginn, mit diesem ausdehnungslosen Punkt, funktioniert es nicht. Fichte setzt deshalb Ich mit Bewusstsein gleich. Da hat er jetzt einen Innenraum, da kann er was reintun. Das Erste, was Kant im Innern dieses Bewusstseins gefunden hätte, wäre das Mannigfaltige der empirischen Anschauung gewesen. Sinnesdaten, der Teig aus dem Bild von vorhin. Nicht so bei Fichte, dort macht sich das Ich am Tag 3 seiner Selbstschöpfung daran, den frisch geschaffenen Innenraum selbst auszustaffieren. Und womit wohl? Mit dem Einzigen, was es bis dato schon hat, nämlich mit Ich. Und nicht ich. Seltsamerweise haben die inzwischen eine Wandlung erfahren. Sie haben sich zu teilbarem Ich und teilbarem Nicht-Ich weiterentwickelt.
Fichte muss geglaubt haben, dass diese Unterteilung die logische Basis dafür liefert, dass man einer Sache eine Eigenschaft zu- oder absprechen kann. Etwas umständlich könnte man ja auch sagen, x gehört zur Teilmenge derjenigen Dinge, die nicht rot sind. Woher der Impuls für diese Teilung kommt? Ja, was es überhaupt bedeuten soll, ein geteiltes Ich oder Bewusstsein, ihr denkt vielleicht an eine gespaltene Persönlichkeit, Fichte sagt dazu nichts. Naja, so hat man sich das damals vorgestellt, vor 230 Jahren. Fichte hat es dennoch zu einiger Berühmtheit geschafft. Wollt ihr wissen, warum? Ist simpel, das Bürgertum strebte zu Fichtes Zeit an die Macht. Wirtschaftlich hatte es die in den Städten bereits, nun wurde es auch Zeit für die politische Macht. Da kam Fichte mit seinem Schöpfungsmythos gerade zurecht. Gott und mit ihm die alte Ordnung hatten allmählich ausgedient. Das Ich übernimmt jetzt die Schöpfung.